Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. In diesem Part werden wir uns ein bisschen durch diese Route hier kämpfen. Route 38 werden wir ein bisschen durchfighten. Werden unser... Was brauchen wir für die nächste Arena? Ektu ist für die Arena. Ektu brauchen wir für die nächsten drei. Chili, Trugschlag, Chili. Ja, Verfolgung. Chili wäre also auch nice. Coldstyler kann ich vergessen. Vielleicht Schlecker. K.O. und Hypnose. Und bis 30 werde ich Yuki nicht leveln können. Das weiß ich jetzt schon. Das wäre zu viel. Hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir dein Pokémon. Okay. Dann fighten wir gegen die hier. Sie ist eine Schönheit Jutta. Mit einem Hoppspross. Gefundenes Fressen für Ekto. Ah, so. Vor allem Dingen werde ich aus Versehen Smog einsetze. Naja, müsste ja auch sehr effektiv sein. Aber mit Glut sollte es dennoch besser sein. Ja, na klar, definitiv. Und ein Hubbeluft, die Weiterentwicklung von Hoppspross. Papunga müsste dann die dritte sein, wenn ich mich nicht irre. Das müsste Pflanzeflug sein. Bah. So. Wir haben sie besiegt. Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Dein Pokémon, du hast eins gesehen. Mehr nicht. Hier ist ein Obstbaum, der müsste eine Beere enthalten. Wie viele Beeren haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 7 Stück. Ich hoffe doch, die sollten fürs Milktank reichen. Flieg hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. So. Ein Vogelfänger mit einem Dodo. Er müsste 2 Dodos haben. Ektor auch wieder gute Wahl. Schnabel tut zwar weh und Steinwurf geht daneben. Furienschlag tut noch mehr weh. Aber Steinwurf, ja, Beutel. Geben wir dem mal einen Supertrank. Ei, Ektor, du bist sau langsam. Fettes Stück Scheiße. So, Level 19. Gut. Oh, dreimal ein Dodo. Okay, egal. Furienschlag zieht 6. Das heißt, wenn. Oh, riskieren wir es einfach. No risk, no fun. Und überleben wir nicht. Okay, gut. Dann hauen wir unser Coldstyler nach draußen. Und lassen einfach Coldstyler mit Kratzer den Rest erledigen. Sollte eigentlich alles fallen wie. Sollte eigentlich relativ schnell fallen. Ja, definitiv. Coldstylers Angriff ist einfach bestialisch. Ich fühle mich, als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. So gut, wie immer auch sei, werden wir jetzt zurückgehen und einmal kurz healen. Healen, healen, healen. Tixi, oh yeah. Okay, ja, guten Morgen, Pokémon hier. Ich klatsche sie auf mein Fließband, was aussieht wie Verkaufsband vor einer Kasse. Da macht es düpp, 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 düpp. Und deine Pokémon sind wieder geheilt, beziehungsweise leben wieder und alle Statusänderungen sind entfernt. Cool. Und jetzt kämpfen wir gegen die Matrosen. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Attacken. Nam, nam, nam. Er müsste einen Felino haben. Das Mieseste, was gegen Ekto reinkommt. Ein Felino. Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal unser neues Yuki. Unser neues Evoli. Da haben wir mal einen Routenschlag, ein bisschen die ATK nach unten. Ich weiß auch schon, wie ich's genau. Ich weiß auch schon, wie ich's gegen die Geisterarena. Zumindest gegen. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist nice, wie ich das mache. Ah, gut, dass Yuki Sandwirbel hat, das kann ich ja jetzt schon mal spoilern. Ich werde versuchen, mit Yuki die Genauigkeit mit Sandwirbel nach unten zu setzen, dann noch eventuell ein paar Mal Routenschlag und dann wahrscheinlich mit Verfolgung durchhauen. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, gibst du mir bitte einige Ratschläge?
Leveln gute Attacken, Angriff statt irgendwie. Okay, Vati, ja, geht, Vati, Donnerschock. Und dann keine Donnerwelle. Donnerwelle ist lame, vor allem den gegen Ektoslicer, okay, vor allem den gegen Schneckmark, was sowieso speedmäßig sowas von unterhalb der Kanone ist. Ja, aber sonst macht sich eigentlich richtig, würde ich sagen. Ecto-Level. Oh, Volltreffer. Ich bin ein scheiß Cheater. Und ein Anton. Anton können wir sowieso nicht weghauen. Da würde ich sagen, lassen wir Yuki wieder rein. Okay. Ah, ich muss mir unbedingt demnächst die Nase putzen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört, aber... Bäh. Nase putzen. Okay, Kratzer sollten wir überleben. Da wir schneller sind, sollten wir mit Tackle durchhauen. Und ich heal jetzt einfach. Dann und mute mich und putze mir so lange die Nase. Dumm und schon läuft's doch besser. Oh, ich kann wieder durchatmen. Ah, wie schön. Ah, das ist halt nicht gut, wenn man aufnimmt, wenn man gerade aufgestanden ist. Und gegen dich haben wir ja schon gekämpft. Anemonia City, ja. Da müssen wir auch hin. Dabei kommt dann unser Coldstyler eine neue Attacke. Unser Coldstyler und unser Ectorize. Und Magnetilo. Magnetilo, das Pwn war. Wir sind zwar langsam, aber das sollte mit einmal Glutgeschichte, zweimal Glutgeschichte sein. Denn Typ Elektrostahl, Stahl, Feuer schmilzt bekanntlich Stahl, von daher gutes Training für Ecto. So, jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Müsste ein Schuljunge sein. Oh, Schuljunge Lutz mit einem Pantimos. Pantimos ist natürlich böse. Test. Oh, und mit Meditation. Ich hasse es. Angriff steigt. Oh. Da kann Ecto nicht viel machen. Chili, du bist stark genug. Wir holen jetzt K.O. rein. Der K.O. einfach. Ich hasse dich, Pantimos. Pantimos. Ja. Drecksviech. So. Gegner von Delegate von Pantios. Vom Gegner Pantimos lässt nach. Wir sind jetzt verwirrt und geben uns selbst aufs Maul. Also natürlich bitter. Und geben uns. Nein, geben uns nicht selbst aufs Maul. Respekt. Ich verstehe aber nicht. Ja, jetzt ist Kau besiegt. Nein, ich wollte nicht Chili reinhauen. Naja, egal. Chili Kopfnuss. Auf Wiedersehen, Pantimos. So, Entschuldigung, Lutz wurde besiegt. Und dann haben wir die Schönheit noch weg. Mein Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Bist du mir böse, wenn ich sage, nein, du bist hässlich? Aber Corazon, oh, Corazon ist schon ein cooles Poke. Wäre auch ein ziemlich nices Wasser-Poke gewesen, wie ich finde, aber... Ja, der wollte halt ein Felino sein, so ein Corazon. Corazon habe ich noch nie im LP gesehen. Ohohohohoho. Paar Mal Silberblick, würde ich sagen. Dann ist es auch egal, wenn es nicht sehr effektiv ist. So, dreimal Silberblick. Dann kommt natürlich Härtner. Dann nehmen wir wieder Silberblick. Genesung ist mir scheißegal. Silberblick. Härtner, Silberblick. Ja, Härtner kontert man aus mit Silberblick. Somit ist die Verteidigung um 4 geschwächt. Hauen wir mal eine Kratzfurie rein. Guckt nicht sehr effektiv. Und mit 3 mal über die... fast die Hälfte. Attacke geht daneben. 2 mal Härtner, das heißt...
Verteidigung ist momentan um 2 gesenkt. Ja, und das kennt man, das sieht man. Verteidigung um 2 gesenkt. Das heißt, wir hauen nochmal einen Simblick. Und du kannst natürlich Genesung, du Drecksvieh. Um 3. Okay. Ich bin aber jetzt auch ernsthaft zu faul zum Wechseln. Coldstyler muss dieses Corazon besiegen. Geht doch, danke Coldstyler. Ecto Level 20, Coldstyler beinahe Level 21. So, sie trinken Kuhmilch. Du bist der mit dem Fleckmons, denke ich. Zeig euch mal, was deine Pokémon drauf haben. Ah, so, du bist der mit den zwei Fleckmons. Das heißt, da wird Ecto auch außen vor gelassen. Da hauen wir lieber Yuki rein. Eieieiei, einmal Rutenschlag. Denn, ja, vor allen Dingen, wenn dann sowas kommt wie Heule, ich bin ne Pussy, ich muss deinen ATK Damage nach unten hauen, denn sonst geht das nicht. Sonst kann ich dich nicht besiegen. So, naja, wie dem auch sei. Tackle geht daneben, ich liebe dich. Drex Evoli. Level 20 und die einzige Attacke, Tackle. So, das heißt, wir hauen einmal Rutenschlag, damit wir den Heuler wieder resetten können. Nochmal Rutenschlag. Und du kannst schon Konfusion. Du bist AA. Gut, einmal einen Supertrank. Oh, wir brauchen definitiv mehr Tränke. Ich würde sagen, zweimal Nee, wir müssen jetzt angreifen. Oh. Komm, wir sind die Pussy hoch 2. Wir hauen Sandwirbel raus. Ey, Body Slam, Body Slam. Evoli ist tot. Okay, go Actorize. Pussy-Attacke. Einmal Schnabel, einmal Hypnose. Sandwirbel hat die Genauigkeit gesenkt. Rutenschlag, den die Diff und jetzt hauen wir mit Schnabel durch. Gut gemacht, Actorize. Hey, deine Pokémon sind sehr fähig. Jupp, das sind sie. So. An dieser Stelle holen wir uns jetzt mal ein Item, das müsste sich hier befinden. Chris findet ein Nugget. Ja, ich weiß auch, wo sich Nuggets befinden. Und jetzt gehen wir hier rein und labern mit dir. Dies ist ein Fernsehgerät. Mein Milchtank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gerne. Es würde mir sehr viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde, glaube ich zumindest. So, wir haben die Quest erhalten. Füttere das Milchtank mit Bären. Milchtank Mu, sein Ruf ist schwach. Gibst du Milchtank eine Beere? Wir haben 7 Stück. Jetzt haben wir noch 5. 4. 3. 2. 1. Haben wir noch eine Beere? Oh, eine Beere haben wir noch. Sein Ruf ist schwach, gibst du mir. Und wir haben es perfekt geheilt. Nice. Milchtank ist völlig gesund geworden. So, jetzt können wir mit dem Fuzzi geben, der uns eine Belohnung gibt, dass wir seinen Milchtank gerettet haben, geheilt haben. Wie findest du die Milch von meinem Milchtank? Sie ist mein ganzer Stolz. Gib sie einem Pokémon, um dessen KP aufzufrischen. Ich gebe sie dir für 500, okay, bitte sehr. So, 100, das heißt wir... Da melke ich mal wieder. Heißt das, wir können uns wirklich nur einmal Milchtank... Ja, können wir. 500 ist eigentlich ein Schnäppchen. Boah, wir können uns nur eine kaufen. Das ist natürlich böse. So, ich bin nicht ganz durchgekommen mit dem, was ich vorhatte. Gegen dich können wir aber noch kämpfen. Ba, 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 für einen Pikachu-Kampf. Okay, Pikachu, du müsstest ein Pikachu haben. So, ja, wir haben noch 30 Sekunden. Go, Ecto, hau es weg mit Glut. Verbrutzel es, lass es. Wieso hast du Drecks wie eine Beere? Oh. Nee, aber das sollten wir eigentlich rechtzeitig schaffen. Einmal Glut, Rutenschlag.
ist scheißegal, einmal Glut. An dieser Stelle sage ich schon mal, ich bedanke mich für euch beim Zusehen und sage ciao, ciao, wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder beim nächsten Part von Let's Play Pokémon Kristall. Bis dahin, ciao, ciao.